Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder Crash for Olific 89 zurück bei Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga Remastered plus Bowser's Schergen. Wir werden nun das Sternstuppenfeld erkunden und versuchen 100 Bohnentaler zusammenzukriegen, damit die Herrscherin des Sternstuppenfelds Stella Bowser aus einer Kanone hilft, in der er gerade feststeckt. Also begeben wir uns mal hier auf und erkunden mal das neue Sternschnuppenfeld des 3DS Remakes. Münzen bekommen wir auch nicht nur durch Blöcke, sondern auch durch Kämpfe. So, einen weiteren Fliegmod erledigt. Oh, das gibt ein weiteres Level Up für Mario! Nice one! So, was erhöhen wir dieses Mal? Ich würde sagen, die KP. Oder? Das bleibt wirklich gleich der Wert, oder was? Ach komm, das Roulette dürfte doch auch mal zur Abwechslung mal geringere Werte oder höhere Werte geben zum Erhöhen. Ist es euer Ernst? Okay, wenn sie das jetzt wirklich nur so eingeschränkt haben, das wäre aber jetzt echt nicht. Das wäre jetzt aber echt nicht nice. Ja. Ah! Wieder zu spät. Naja. Aber solange ich mindestens eine 3 kriege, dann passt das schon. So, auch hier kriegen wir die Münzen. Weil alle Münzen sind von unten an Bohnentaler, weil das Pilzgeld. Das reicht leider nicht aus. Weil andere Länder heißt auch andere Währung. Zumindest nicht, wenn man. Wow, ich dachte schon, hier kommt Luigi auch mal mit. Ich meine natürlich, das ist jetzt nicht überall so, aber. Wie zum Beispiel fast in der kompletten EU. Das ist auch noch ein Beispiel, weil da haben wir auch noch eine dieselbe Währung. Die guten Euronen. Bam. So, jetzt macht das schon einen Punkt mehr. Also mindestens bei jedem Sprung mindestens einen Punkt mehr Schaden. So gefällt mir das doch. So, und jetzt Luigi, darf er jetzt auch mal nach? Nein, noch nicht? Okay, dann eben beim nächsten Gegner. Ich hoffe, die Kanonen kommen auch noch zusätzlich zu den Fliegmuts. Und die kämpfen immer bislang immer nur gegen einen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Kommt schon, da müssen noch mehr Gegner vorkommen als nur der eine Fliegmut hier. Wird da wohl nicht zu viel verlangt sein, noch mehr Gegner auf uns zu hetzen. Immer noch kein Level Up für Luigi, what the hell? Lass ihn doch jetzt nicht so hinterherhinken. Ah ja, das können wir auch. Müssen wir immer abwechselnd springen. Ja, wenn ich es erstmal auch schaffe, darauf zu landen. Also komm. Und dabei gleichzeitig auch in die Richtung drücken, wohin es gehen soll. So, also komm auch an diese Münzen ran. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Noch ein Sirup. Das können wir jetzt eh dann brauchen, denn Sternschnuppenareal 51 oder Sternschnuppen Area 51. Denn hier finden wir ein paar ganz besondere Knaben vor. Die Sternstuppen von ihm sind vielleicht Zitate für die Außerirdische. Unsere Sternstuppen-Ehre müssen sie finden. Sternstuppen-General, habe es ein verdächtiges Objekt das gemacht? Ist es grünes so leuchten, dass es in den Augen brennt? Habe es auch überprüft, aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßen Augen überprüfen und Bericht. Ja?
Nicht schlecht. So, schade, dass sie nicht dieselben Soundfiles nochmal verwenden. Autsch. Oh, das soll mal aus dem Blitzkönigreich. Verstehe jetzt nicht davon, Leute. Sergeant, umgehen Autogramme anfordern. So. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach gestohlen. Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig aushelfen. Nun weihen wir euch in die Paaraktion der Sternstuppenbrüder ein. Leute, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Ja, klar doch. Ab geht das. Und besonders hoch zu springen hilft Luigi zunächst auf Mario, dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Jetzt erst über den Screen oder mit Hilfe von linken und rechten Schulterbutton den hohen Sprung aus. Erste Sprung erfolgt dann durch Drücken von B. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Doing. Dann kann man höher springen als allein Doppelsprint besser. Nein, natürlich nicht. Also, Luigi springt mit dem Ursprung auf den Felsen rechts. Ja, einfach hier weg. Heidi! Ups! Gut gemacht. Diesen neuen Sprung schaffst du auch höhere Stufen. Was ist es heute? Eine andere Art von Sprung. Wähle einfach eure Touchscreen mit Hilfe von L oder R den Ursprung aus. Drück Arm zu springen. So kann Mara auf Luigi Schultern springen. Wenn du nur mit A drückst, wirbelt der Ball zusammen für eine Weile durch die Luft. Verwende den Analogstick oder das Steuerkreuz, um dich in der Luft zu bewegen. Mit dem Sprung könnt ihr auch beide Thailand-Creme mit einem Sprung überqueren. Okay, dann. Also Mario, spring mit dem Sprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Spin! Ach so, wechseln sie sich. Man kann sie nicht mehr separat wechseln. Das ist schon echt schade. Bravo! Eine Aktion der beiden Brüder immer so aus, wenn immer ein paar Aktionen. Es wird auf den Touchscreen gewählt und dann mit A und B durchgeführt, mattet das gut. Aber jetzt gibt es eine ganze Reihe Aktionen, die nur die brüderliche Einheit bewältigen lassen. Sondertraining, Ende. Nein. Wir kennen uns bereits aus, jetzt müssen wir das nur noch im Kampf dann testen, aber vorher wollen wir hier erstmal einen kleinen Hindernis-Kurs beschreiten. Als ich in Sondertraining gelernt habe, benutze den hohen Sprung und den Wellsprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Dann mal los. Würde ich sagen. So, einfach so. Achso. Man muss es nicht mehr mit Timing machen, sondern kann es jederzeit machen. Das hat man ein bisschen einfacher gemacht, wie es scheint. Ja, man hat ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Okay, ich will aber auch noch an den Gegenstand dahinter kommen. Das ist immer eure Leute. Seid zwei besondere Brüder. Die neuen Sprung, die Weltsprung wäre schön und perfekt. Meine Leute, ich wünsche euch viel Glück für euer Abenteuer. Stehe gestanden! Alles klar, aber ernsthaft. Jetzt hört man aber Luigi nicht mehr Jump sagen, ne? Nö. Das finde ich aber auch blöd. Ach, aber was soll man machen, ne? Nintendo halt. Na schön, Oh, endlich mal mehr Gegner. Jetzt sind auch immer wieder die Kanonen dran. Das gibt einen Haufen Erfahrungspunkte. So, erstmal den Fliegmod hier loswerden. Und dann uns auf die Kanonen stürzen. So. Oh, das gibt sogar eine extra Münze, wenn man die Kugelwesen auch noch zusätzlich bezinkt. Nice one. Oh, das war nun super. Hätte ich ein bisschen besser timen müssen. Tatsächlich. Hier ist meine Münze. Ist doch ein nice one.
So. Das ist sogar ein anderer. Oh. Das merke ich erst jetzt. Dazwischen kommt ein ganz anderer Soundtrack. Also. Das ist wirklich praktisch nicht nur geremixed, sondern geremastered. Also genauso wie das ganze Spiel. Auch der Soundtrack ist wirklich komplett neu geremastert worden. So. Ich glaube, er sollte Brüderpunkt bekommen, oder? Sollte seine Geschwindigkeit mal erhöhen. Ich würde sagen, nein, sein Angriff, weil das auch ein bisschen härter zuschlagen kann. Aber was wollen wir eine 4 zu kriegen hier? Ah, nein! Nein, da kriege ich doch tatsächlich die 2. Ich dachte, ich hätte das Timing. Schade, Schokolade. Aber was soll's. Gleich 4 Gegner. Nice one. Das gefällt mir doch. So, weg mit euch. Und auch mit dir. Oh, man hat auch wirklich ein Bzzz. Wenn er angreift. Das ist so nice, ey. So. Gib dir das mal einen Pilz, ey. Meine Fresse. Ich werde hier Pilzen praktisch bombardiert. Oh, das wäre schon mal zu früh gewesen. Ich könnte auch mal ein paar Attacke einsetzen. Ach, geht noch gar nicht, okay. Ich glaube, das müssen wir erstmal wirklich erklärt bekommen. Das ist jetzt vom Spiel so geskriptet. Schön. Weil ich kann mich gut erinnern, dass man sie damals schon hatte. Nachdem man diese Parkzone gelernt hat. So. Und jetzt noch ein weiterer letzter Schlag. Und der Stiefel ist gegessen. Oh ja, Baby. Oh, da ist noch einer. Bam. Schön. Je mehr Kämpfe, desto besser. Ich schätze mal zuerst mal die Kanonen mehr verknüpfen. Weil die sind am schwierigsten von allen zu bezwingen. Na. Also. Na komm her. Und zack. Und hier lasse ich mich nicht so einfach raustricksen. Oh, jetzt haben wir einen Zerbex und einen Sirup. Nice. Oh, da ist er down. So, jetzt nur noch die eine Kanone hier und dann haben wir es wieder. Ja, die haben wirklich tatsächlich einen weiteren Sound. Zusätzlichen. Die haben wirklich die Battle-Theme völlig neu umgeändert. Mit einem zusätzlichen. Wie soll ich das sagen? Haben einfach noch zusätzliche Töne hinzugefügt. Da haben wir eine Nuss. Halt beide Brüder in einer Runde. Also in einem Zug, wollte ich sagen. So, wir haben eigentlich schon die 100 Münzen. Wir könnten also jederzeit zu Stella zurückgehen, aber das wollen wir noch nicht machen, denn es ist bei mir in meinen Let's Plays ist so vorgesehen, wir nehmen jeden Gegner mit und wir erkunden so viel wie nur möglich. Wir nehmen uns die Zeit und nicht das Leben hier, ne? Ich denke, das macht Sinn. So, schade, der schreibt das überhaupt nicht mehr mit den Füller. Das finde ich so schade, dass man das rausgetan hat. So, hier sind noch weitere Münzen. So, hier rüber spinnen. Ja, so könnte man auch an die Gegenstände rankommen, aber ja, was soll's. Mario, Luigi. Oh, das sind die beiden ja wieder. Ich ergreife das Wiedersehen. Wir hatten eben ganz vergessen, etwas zu sagen.
Wenn ein Geländer eine neue Art zu lernen, verfügt man auch im Kampf über einen neuen Angriff. Passt zum Gelernten, beherrscht jetzt auch einen neuen Technik im Kampf. Wollen wir doch mal sehen, wie ihr im Kampf damit zurechtkommt. Das ist ein viel zu großer Haufen. Dementsprechend also... Ja. Schicken Sie nur einen zu uns. Also sind Sie so freundlich und schicken nur einen zu uns für das Tutorial. Oder zwei. Romano-Block hinzugefügt. Zuallererst musst du die paar Tage auswählen. Ja? Da ist sie. Platschbrüder. Moment. Leicht? Nö. Normal. Soll schön normal sein. Okay, drücke A, bevor man Flüchi trifft. Drücke B, wenn Mario wieder abgesprungen ist und sich direkt über Luigi befindet. Und drücke A, sobald die beiden Brüder in den Gegner krachen und erziehe mit den richtigen Timen ein Excellent. Aber es kostet jetzt 4 SP. Im normalen Modus konnte man maximal, musste man maximal 3 SP für Platschbrüder bezahlen. Na gut, dann mal los. So. Ja, super, das war ein bisschen... Ja, das war ein bisschen falsches Timing. Es war ein bisschen zu früh. Bevor du ein paar Tage brauchst, seh dir den Tipps nach. Okay, jetzt die Hobbs-Brüder. Moment, wie viel kosten die? Okay, diesmal war es ein Excellent. Also, das Timing ist ein bisschen anders hier. 5 SP kosten die Hobbs-Brüder? Warum? So. Jetzt habe ich den Dreh raus. Im normalen Modus kosten die jetzt 5? Man hat also die Kosten SP jetzt auch noch weiter erhöht, ey. So, jetzt war. Sehr schön. Also, ein paar Tage einsatzlosiges Springen verbessert. Plus-Version wird diesen Angriff für dich heraus. Setz den Kampf also öfter mal ein paar Attacken ein. Und wir finden deine Brüderpunkte wieder auf, die du in Training verbaut hast. Thank you very much. Also nicht vergessen, neu gelernte Geländeaktion kann man auch in Kampf einsetzen. Also wirklich, meine Leute, wünsche euch viel verbauten Abenteuern. Stillgestanden! Dankeschön! So, jetzt haben wir endlich die ersten paar Attacken drauf. Okay, können wir nichts machen. So. Aber was wir machen können, ist auf jeden Fall wieder mit den Gegnern hier aufräumen. Um zusätzliche Erfahrung und Geld zu kassieren. Hey, wir könnten auch hier schon mal die paar Attacken mal ausprobieren. So. So. Sehr schön. Geht ja. So, Hobbs, Brüder. So. Jawohl! Okay, also ich hab den Dreh raus. Ich meine, die Physiken, wie gesagt, sind ein bisschen anders hier. Dementsprechend ist es also nicht dasselbe, so wie ich es von vorher kenne. Weil da würde ich das Timing auch nach Jahren immer noch beherrschen. Aber jetzt ist hier ein bisschen anders. Ich muss mich also wirklich hier gut konzentrieren. Sehr schön. Funktioniert er wirklich bislang ganz gut hier. Und tschüss, Koski. Okay, nicht jeder Gegner gibt gleich einen Gegenstand, also jeder besiegte Gegner. Darf ich feststellen? Ich hab's verstanden. So. So, diesmal lasse ich das jetzt. Wir springen aber jetzt nur noch auf sie und sparen jetzt mal die Brüderpunkte. Nein! Spring bitte! Mach diesen letzten Flick-Mod jetzt fertig. Ups. Hm. Okay. Passt schon. So, Mario jetzt auch wieder Level Up. Hm. Also wenn wir dieses Mal, ich würde sagen, die Brüderpunkte, ne? Oder die Defense. Ich würde sagen, die Brüderpunkte. Versuche jetzt mal die vier zu erzielen. Yes! Nice! Na also. So gefällt mir das. Wusste, irgendwann habe ich das Timing draußen. So. Zack.
schon 5 Schaden bei jedem Sprung. Okay. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich bei Luigi erhöhen werde, aber das werde ich schon noch herausfinden, wenn ich erstmal den Kampf hier beendet habe. Nice one. Wie stark Mario schon geworden ist. Jetzt können wir schon die Kanonen mit 2 Sprüngen fertig machen. So bekommen wir die Gegnerstelle kaputt. So. Luigi Level 4. So, was höre ich hier am besten jetzt? Den Bart zur Abwechslung mal. Weil der bringt ja zusätzlich, zieht er zusätzlich, erhöht die Chance auf tolle Treffer und erhöht sogar noch den Rabatt für Einkäufe. Yeah, und ich krieg gerade 4. Nice one. Ich wechsle also immer ein bisschen ab mit den Werten, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Weil auf einen Wert mich fokussieren, das bringt nichts. Also auf einen Wert mich ja alleine fokussieren. Wird nicht viel helfen. So. Jetzt mal die Kanone weg. Also der Kugel will die weg, wollte ich sagen. Und auch gleich die Kanone zusätzlich vernichten. Wünschen wir, das würde auch in den Jump'n'Runs so klappen. In offiziellen. Dass man gleich die Kugelwilli-Stationen genauso zerstören kann. Geht aber nur in Mario RPGs, wie man feststellen darf. Schade, aber was soll's, ne? So. Versteckt sich doch auch noch ein weiteres. Ja, einer ist noch da. Aber hat sich hier nicht sonst noch einer versteckt irgendwo? Werden wir schon noch herausfinden. So. Und in Fahrt. Yes, Sirup. Brauche ich jetzt am allermeisten, weil ich bin eh schon mit so vollgestopften Pilzen. So. Meine Abwechslung da ist meine Abwechslung nötig. Oh, doch eins. Ja, nice one. So. Durch Konterangriff besiegt die Gegner geben. Also, ist es keine Gegenstände oder. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eigentlich doch, oder? Ich weiß nicht. So, hier hinter befindet sich auch noch einer, oder? Nö, keiner. Habe ich sie alle? Anscheinend habe ich sie alle. Sehr schön. Dann kann ich mich in aller Ruhe hier auf meine Parkzonen konzentrieren. Na, hoch der Mann. Und rüber. Ups, habe ich mich doch ein bisschen verkalkuliert. Jetzt aber bitte geradeaus rüberwirbeln. Und gut ist. Keine fiese Batetten hier. Wollen wir sogar noch 200 zusammenkriegen? Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es da nicht noch mehr. Vielleicht gibt es kein. Oh, doch, da gibt es noch welche. Mal sehen, ob wir wirklich schon die 200 zusammenbekommen haben. Noch nicht ganz. 5 Münzen fehlen noch. Aber vielleicht mit etwas Glück kriegen wir noch welche. Das führt da rüber. Und beinahe wäre ich da wieder mit Mario abgestürzt. Tatsächlich, da ist noch. Da ist noch ein Fragezeichenblock. Ah, da ist noch ein Warner-Pilz drin. Naja, nur. Und genauso gut brauchen. So. Ach komm, da ist nichts mehr. Schade. Na gut, dann begeben wir uns auf denselben Weg nochmal zurück. Brauchen wir nicht nochmal die ganzen Parkzonen hier versuchen. Na, Luigi, hoch da. Okay,
Okay, das sehe ich schon. Das ist ein bisschen verpackt hier, wie es scheint. Weil, egal wo er sich auch immer befindet, Luigi wäre immer wieder in Superstar Saga sofort aufgesprungen. Da wir gerade von Bug reden, ob es auch immer noch diesen einen Bug gibt, wobei der Laufton immer noch weit. Also jedes Mal, wenn man an dieser Riesen-Koopas umrennt, ob sie dann auch noch immer diesen Bug eingefügt haben, wobei man auch den Lauf-Sound, also den Renn-Sound hört jedes Mal, wenn sie die Macht der Hand verwenden, um also jedes Mal, wenn sie die Macht der Feuerhand nutzen als Paaraktion und damit eigentlich damit dann losrennen wie von Tarantel gestochen und ihr versteht, welche Paaraktion ich meine. Muss sie dann losrennen, wieder vom Tarantel gestochen und in Sonic Speed oder Bayern noch diesen Riesen-Cooper. Wenn jedes Mal, wenn sie den umwerfen, da hört man trotzdem noch weiterhin den Laufton, bis das, also den Ton, wenn er läuft, also wenn sie laufen wie von der Tarantel gestochen, dann hört man immer noch den Ton, wie sie laufen. Nachdem man den Riesen-Cooper umgerannt hat. Das war damals auch ein wirklich lustiger Bug. Bei der Originalvariante. Und erst wenn man den Bildschirm verlässt, dann hat das aufgehört. Bin mal gespannt, ob das auch hier noch der Fall sein wird. Aber wahrscheinlich eher nicht. Bestimmt haben sie das rausgelassen. So. Okay, liebe Leute. Damit würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Thumbs up. Und auch Kommentar nicht vergessen, noch zusätzlich da zu lassen. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Es ist halt gespannt. Klickt wieder rein. Euer Crush for Fikitina. Bis diesem Part von Let's Play Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser Schergen. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!